auch wenn wir in diesen Oktobertagen, die wir gerade durchleben, draußen es relativ warm haben, haben wir doch Herbst und wie jedes Jahr im Herbst, so auch in diesem Jahr, feiern wir das Erntedankfest. Erntedankfest ist ein Fest, an dem man den himmlischen Vater für die eingebrachte Ernte dankbar sein kann. Trotzdem, dass dieses Jahr ein außergewöhnliches Jahr von den Wetterverhältnissen war, haben wir doch eine reiche Ernte einnehmen dürfen, für die wir Gott dankbar sein können. Dort, wo es auf der einen Seite Ernteeinbüßungen gab, zum Beispiel im Getreide, gab es auf der anderen Seite im Obst eine reiche Ernte, so dass wir mehr einbringen konnten als sonst in den anderen Jahren. So können wir den Geber aller guten Gaben, unseren lieben Heiland, für diese Erträge, für die Ernte, herzlich dankbar sein. Doch das Wichtigste, ihr Lieben, ist, dass wir gerade darin den Geber, unseren lieben Heiland und Gott nicht vergessen sollen. Wie oft ist es so, dass in den vielen Arbeiten der Ernte und den Arbeiten danach mit der Ernte einbringen, der Geber vergessen wird. Und wie oft ist es so, dass wir als normale Verbraucher Ernteerträge genießen, in der Hand halten, ohne auch nur einen müden Gedanken daran zu verwenden, dass Gott der Geber all dieser guten Gaben ist. Das Erntedankfest. Es soll uns gerade an diese Dinge erinnern. Es soll in unser Bewusstsein ähm, das erwecken, dass Gott der Geber aller guten Gaben ist und von ihm stammt das, was wir haben dürfen, was wir genießen dürfen, was uns am Leben erhält. Und auf der anderen Seite erinnert uns das Erntedankfest daran, dass wir den Geber all dieser guten Gaben dankbar sein sollen so erinnert uns das Erntedankfest an beides einmal weckt es in uns das bewusstsein hoch gott ist der geber aller guten gaben und er schenkt uns das was wir brauchen zum leben auf der anderen seite sollen wir diesem gott der uns liebt und aus liebe so viel gutes uns gibt dankbar sein für all das was er uns schenkt Gerade das Erntedankfest, das richtet unseren Blick auf diese beiden Seiten, auf das Bewusstsein, dass der Geber aller guten Gaben an uns denkt und uns liebt und uns nicht vergisst, sondern segnet uns mit all den wunderbaren Erträgen der Ernte. Und, da, und gleichzeitig, wir können ihm danken, danken für all das, was wir aus seiner Hand hinnehmen dürfen, was wir genießen und in Anspruch nehmen dürfen. So wünsche ich uns, dass der Gott, der es in 1 Mose Kapitel 8, Vers 22 verspricht, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ja, dass solange dieses Versprechen von Gott besteht, wir das Bewusstsein immer bewahren. Gott ist der Geber aller guten Gaben und in dieser Zeit, in der Gott sein Versprechen einhält, ihm für all das, was er uns schenkt, dankbar sein sollen. Gott segne uns dabei.